hier. Genau. Goldmünzen. Okay. Ah. Ach, herrje. Aber hey, wir haben von den paar Imps schon ordentlich was bekommen, wie ich finde. Goldmünzen. Abgenutzt. Ah, wir nehmen sie einfach mal mit. Solange, wie wir sie tragen können. Au! Also... Auch das noch. Todesskorpione. Oh nein, oh nein, oh nein. Ein Häuptling. Vorsichtig nähern wir uns dem Tatort und da sehen wir ihn. Ach nee, das ist nur der Schamane. Boah. Kleiner Fiesling. Ich bin überladen. Ganz schlechter Zeitpunkt, Junge. Okay, dann... Wo. Na toll, jetzt haben wir nicht mehr den schwarzen Ring hier am Hals, sondern Herrscher an verrückt gewordener Imps. Vielleicht war es doch ganz gut, dass die Impffestung im Dunkelwald verlassen war. Boah. Wo ist eigentlich der Häuptling? Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen mit der Erfahrung. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt wiederum machen wir kaum irgendwie Fortschritte. Da bist du. Mache ich Schaden bei dir mit den Höllenstacheln? Ja, der Schaden ist ziemlich witzig. Los, 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 los! Jetzt hau drauf! Oh. Puh. Morgenstern des Mana-Entzugs. Hm. Wenn das so weitergeht, sind meine sorgsam aufgefüllten Regenerationstränke bald wieder alle. Meine Güte. Da soll doch mal jemand sagen, Wüste sei totes Land. Eieieiei. Aber sie klingen so niedlich. Deine eigene Kugel hat dich ausgenockt und ich glaube, deswegen habe ich keine Erfahrung für dich bekommen. Super Ausdauer brauche ich eigentlich gar nicht.
Hatte sich hier oben, genau. Hatte sich doch noch ein Skorpion versteckt. Ach, je. Übrigens gibt es auch von diesen Viechern ein Bild in einem Buch, dass wir, also eins dieser, ich sag mal, Bilderbücher, die man halt so im Laufe des Spiels findet. Aber, ach Gott, geht schon wieder fleißig weiter hier. Aber ich glaube, weil das halt, wie gesagt, alles zufallsgetriggert ist, haben wir jetzt hier im Let's Play, glaube ich, keins gefunden davon. Eigentlich hätte ich das nutzen können, um zu schlafen. Okay, ich würde es ganz gerne wagen, weil ich meine, so können wir ja jetzt hier nicht weitermachen, ohne zu speichern. Auch wenn ich Angst davor habe. Oder ich sollte aus dem Spiel rausgehen und Fraps ausmachen und hoffen, dass das hilft schon. Was könnte ich noch machen? Okay, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder an dieser Stelle. Und ja, liebe Leute, es hat geklappt, es hat funktioniert, ich konnte speichern. Ich fühle mich jetzt hier schon viel wohler, auch wenn hier immer noch solche verrückten Viecher rumlaufen. Los, Erfahrung, komm in meine Arme. Ihr wagt es, den Göttlichen anzugreifen. Aber Zandalo ist auch gut, oder? Er weiß noch nicht mal, ob es funktioniert. Und schickt uns einfach ins Reich der Toten. Bierflasche. Fass mit Gift. Rockzelt. Okay. Sehr schön. Ist das jetzt hier der Eingang zu dem Tal? Nee, der ist da unten irgendwo. Ja, die Wüste ist nicht so klein. Och, wo geht's denn hier lang? Nirgendwo hin. Okay, gut, dass wir das geklärt hätten. Du bist immer drauf. Hier, wie sie ihre Beine bewegt hat. Shit. Okay, ich glaube, wir ersparen uns an dieser Stelle sehr viel Ärger. Wenn wir... Ja, gut, jetzt seht ihr es eh. Pfad des Göttlichen ist freigeschalten worden. Teleport. Durch pure Willenskraft könnt ihr euch augenblicklich zu irgendeinem Ort innerhalb eurer Sichtweite teleportieren. Göttlicher Tod. Beschwört einen göttlichen Eingriff, um euren Feinden starken Schaden zuzufügen. Ziel muss eine Geistesresistenz von 10 haben oder sterben. Macht beim Ziel 100 plus 110 Schaden. Wow. Geistergestalt. Verlasst eure sterbliche Hülle und nehmt die Gestalt eines Gespenstes an. Sengen. Verursacht sengenden Schaden in einem Zielgebiet. Sengen macht 20 plus 60 Feuerschaden. Segen des Himmels. Beschwört die Götter, euch Schutz und Stärke gegen diejenigen zu geben, die sich euch entgegenstellen. Okay. All eure Hauptcharakterwerte und Resistenzen werden um 20% erhöht. Segnen des Himmels dauert 30 Zeiteinheiten.
göttliches Auge, beschwört ein magisches Auge und sendet es aus, um versteckte Gebiete ausfindig zu machen. Temporaler Sturm, beschwört einen magischen Sturm, um den Verlauf der Zeit zu verringern und um so eure Feinde zu verlangsamen. Aha. Und zu guter Letzt Blitzkaskade, sendet die Macht der Stürme aus, die wie Blitze zwischen euren Gegnern tanzen und eine nach dem anderen erschlagen. Oh, Moment. Okay, und es kann weitergehen und ich habe vergessen, Pause zu drücken, aber ich lebe trotzdem noch. Das finde ich schön. Okay, ja. 20 plus 30 Blitzschaden. Ich bin irgendwie schon der Meinung, dass wir eins davon auf jeden Fall mal probieren sollten. Göttlicher Tod. Ja, das finde ich schon ziemlich gut. So, aber was ich eigentlich machen wollte, ist das hier, Waffe verzaubern. Das müsste ja, glaube ich, das sein, was ich denke, was es ist, was uns hilft, mal unsere Kugeln in unser Inventar zu verteilen. Und dann hoffe ich jetzt einfach, dass es jetzt geht, wenn ich jetzt speichern möchte. Sicherheitshalber über das normale... Ja, und sicherheitshalber vielleicht einen anderen Speicherpunkt. Ah, Gott sei Dank. Okay. Gut. Ja, mein Stuhl quietscht wieder. Okay. Achso, ja. Wieder mal so ein Kurzzeitgedächtnis von so einem Goldfisch. Oh Mann. Hervorragend. Und wenn dann gleich richtig. Fantastisch. Wenn dann gleich richtig. So, ja, wie funktioniert das jetzt? Ich habe das schon mal ausprobiert, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Wie das immer so ist. Ich glaube, wir müssen das hier auswählen. Ach nee, es ist passiv. Das heißt, wir können es nicht auswählen. So, nein, so funktioniert es nicht. Ah. Helm des Drachen, Bezauberung Stufe 4. Ja, das heißt, wir können jetzt hier 4 Kugeln einsetzen. Und der Helm wird auf jeden Fall eines der Sachen sein, die wir sehr lange auf den Kopf behalten werden. Wahrscheinlich bis zum Ende. Deswegen werden wir da jetzt auch die goldenen Kugeln mal reintun. Einen sehr hohen Vitalitätsbonus. Ah, hier unten hat sich auch gleich was verändert. 730, ja, wir bekommen plus 100 Lebenskraft dazu. Einen hohen Vitalitätsbonus, einen sehr hohen Stärkebonus. Achso, müssen wir jetzt gleich alle Kugeln verteilen eigentlich? Wie ist das? Bezauberungsstufe 4. 180 zu Lebenskraft, das ist auf jeden Fall schon drin. Ja, doch. Das Einzige, was wir nicht machen können, ist jetzt die Kugeln hier wieder rausnehmen. Okay, was haben wir hier noch? Einen hohen Mana-Bonus. Zweimal. Dann hier oben haben wir Stärke nochmal. Geschicklichkeitsbonus. Und machen wir doch noch einmal Geschicklichkeit rein. Genau, das funktioniert also auch. Und die letzte Kugel heben wir uns erstmal noch auf. Wir wollen erstmal genießen, was wir jetzt neu dazu bekommen haben. So, und dann nutzen wir das jetzt auch und legen uns schlafen. Okay, sehr schön. Mich gerade. Ich glaube, unsere Killer-Skorpione sind stärker als die. Ich fand übrigens die ganzen Dialoge bei der Segnungszeremonie auch sehr schön. Also
teilweise sehr episch und dann auch wieder witzig. Und ja, das Einzige, was kaputt gemacht hat, das ist euch sicherlich auch aufgefallen. Janus kämpft gegen seine beschworenen Todesritter. Okay, ich möchte noch nicht sterben. Bitte? Okay, wir sollten vielleicht auch erstmal die Schamanen hier... Und weglaufen! Oh. Oh, Imp. 100% feindlich. Ich glaube, der ist noch ein bisschen stärker als der Rest. Warum ist es kein... Warum ist das kein normaler Imp-Schamane? Na. Los. Wow. Axt der 100 Kreuzzüge. Krass. Erholungszeit 9, Todesstoß 3, Frost 3. Können wir sie tragen oder sind wir dann schon wieder überladen? Ah, wir können sie tragen. Super Schattentrank. Okay. Ich glaube, von der Sorte ist uns auch noch nicht so viel über den Weg gelaufen. Ah, die sind noch im Verhältnis relativ leicht. Die können wir noch tragen. Oh, ja, stimmt. Dich gibt es ja auch noch. Jetzt fehlt mir natürlich das Mana. Dann hauen wir erstmal ein bisschen auf dich drauf. Super Schattentrank, was? Ja, der tarnt sich einfach mal als Regenerationstrank. Riecht dich auch so klein? Riecht dich auch so klein? Los, go! Oh, Gott sei Dank.